Willkommen in einem neuen Video. Ich bin hier gerade eigentlich dabei, den neuen Vlog, also den für März, zu schneiden. Mir ist aber aufgefallen, dass der ziemlich chaotisch ist. Also ich habe sehr viele kleine Videosnippets gefilmt, aber selten so davor so wirklich eingeleitet, was jetzt gerade passiert. Und deswegen dachte ich, ich werde das immer so ein bisschen mitkommentieren. Außerdem geht es irgendwie nicht, ohne die aktuelle Lage anzusprechen. Also wenn ihr den Vlog seht, sind wir quasi mitten in der Pandemie. Ja, also ich glaube, ich brauche das nicht groß beschreiben, weil wir sitzen ja alle im gleichen Boot. Jetzt bezogen auf das Video werdet ihr dann sehen, so der erste Teil wird noch relativ viel soziales Leben beinhalten, im Sinne von draußen essen gehen, Freunde besuchen oder Besuch bekommen. Und dann ist das erstmal eingestellt, so wie es sich gehört. Eigentlich war geplant, dass Johannes und ich diesen Monat nach Japan fliegen. Darauf habe ich mich so sehr gefreut. Aber das mussten wir stornieren, also weil es das einzig Richtige ist. Und trotzdem macht es mich super, super traurig. Aber da kann man jetzt nichts machen. Und ja, also das sollte eigentlich der Hauptteil des März-Vlogs ausmachen. Aber gut, dann gibt es stattdessen eher Sachen von zu Hause, so wie auch sonst. Und dann werde ich jetzt so die ersten Clips abspielen und dann werde ich mich zwischendrin immer melden und so also halbwegs erklären, was dann so passiert. Ich gehe heute zum Friseur und ich war super lange nicht mehr beim Friseur, weil ich lasse mir sonst meine Haare von Daisy schneiden. Und ja, ich bin super gespannt, wie das wird. Also ich lasse sie mir jetzt nicht irgendwie groß kompliziert schneiden, sondern eher so auf Kinnlänge ungefähr, alles auf gleicher Länge, ohne Stufen. Das Ding ist nämlich, dass ich hier halt diese kurzen Haare habe und das möchte ich so ein bisschen angleichen alles, dann fallen sie halt auch besser und sind halt einfacher zu stylen. Und ja, ich bin gespannt, wie das wird. So, beide frisch beim Friseur. Das war super gut. Und du hast auch wieder die coole Figur. Zeig mal so ein bisschen den Pony. Auch super happy, hat eine schöne Struktur und ja, ich gehe auf jeden Fall öfter jetzt dahin. Das ist übrigens Sophie. Von Marrakesch, von Marrakesch Video. Müsst ihr nicht kennen. Stimmt, das verlinke ich euch mal dann mal hier oben in den Ecken. Jetzt Brillen anprobieren. Owen, ja. So, ich bin jetzt wieder zu Hause, wollte euch aber noch mal richtig die Frisur zeigen. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Endlich mal schön professionell geschnitten. Ja, ich gehe auf jeden Fall wieder zu der gleichen Person zum Haare schneiden. Die sind da in dem Friseursalon aller Japaner. Also die haben halt so eine ganz bestimmte Art, Haare zu schneiden. Und ich finde das Ergebnis immer sehr schön. Und bei Sophie ist es auch sehr cool geworden. Also sie hat sowieso so einen coolen, kurzen Schnitt. Und Sonntag war ich mit Daisy und Elisa brunchen im Sauers, das ist bei uns in Mitte. Sehr, sehr leckeres Essen. Also ich habe Croissants bestellt und dazu Rührei. Mag ich immer ganz gerne, so süße Sachen und herzhafte Sachen zu mischen, ohne dass es dann so super viel ist. Und Daisy hatte Weißwurst bestellt, darauf hat sie sich sehr drauf gefreut, wie man im Video sehen konnte. Und Lisa hat dann so einen Antipasti-Teller bestellt. Ja. Da haben wir so ein bisschen gequatscht und die Sonne genossen. Ich habe ja einen Teppich bestellt. Ich bin mal gespannt, wie der aussieht. Ich packe mal aus. Wow, ich wollte den gerade ausrollen und dann sehe ich das. So sieht jetzt die Ecke mit dem Teppich aus. Finde ich ganz schön so. Ich finde, da muss nur mal irgendwas an die Wand. Also eigentlich am liebsten eine Wandlampe, die man, also so eine Teleskoplampe, die man dann so verschieben kann, also zur Mitte des Tisches oder ein bisschen weiter hierhin, damit man bei der Arbeitsfläche nochmal Licht hat und einfach so auch als Deko-Element. Oder ein großes Bild oder beides. Was meint ihr? Mein Lieblingsessen, gerade wenn es schnell gehen muss, ist Reis kochen, dann ein Ei trennen, Eiweiß mit Sojasauce mischen und ich habe noch Chiliflocken drüber gemacht und dann hier diese getrocknete Seaweed-Sachen drüber streuseln, Frühlingszwiebeln und dann Sojasprossen, wenn ich da habe und dann das Eigelb
nochmal so drüber, dann einfach mischen und fertig. Kennt ihr die Folge von Chef Saville, die mit dem Rahmen? Von da habe ich das. Es sah einfach da in der Folge schon so lecker aus, dass ich das mal ausprobieren musste. Und mir schmeckt das sehr gut und es geht super schnell. Lisi und ich haben uns mit Alice verabredet, um bei Wawa essen zu gehen. Also bei Wawa waren wir schon lange nicht mehr. Das ist ein Koreaner in Neukölln, glaube ich, ist das. Und Alice war da noch nie essen, deswegen haben wir uns vorgenommen, mit ihr da mal hinzugehen. Und ja, dann waren wir da und es war wie immer sehr lecker. Wir lieben ja koreanisches Essen und Alice hat es auch sehr gut geschmeckt und sie ist normalerweise sehr kritisch bei Essen. Und ja, also wenn sich die Lage irgendwann mal wieder normalisiert hat, kann ich das Restaurant sehr empfehlen. So, Daisy und ich wollten gleich los zu Sophie und ich finde, Daisy hat ein cooles Outfit heute an, deswegen zeige ich euch das mal kurz. Daisy, was hast du denn an? Also mein Mantel ist von Totem, mein Pulli ist von Patagonia, von der Männerabteilung, meine Jeans ist von Another Stories und die Sneaker sind von New Balance, die MR530 und die Tasche ist von Chanel. An einem Abend wollten wir, also Johannes und ich, dann Dumplings machen und haben gemerkt zwischendrin, dass es sehr, sehr viele werden und deswegen haben wir noch spontan Raffi und Anais eingeladen zum Essen. Die sind dann auch vorbeigekommen und ja, dann haben wir Dumplingabend gemacht. Und ich habe jetzt nicht so richtig im Detail die Zutaten gezeigt oder das Rezept, wobei ich das sowieso nicht so krass nach Maß mache, also immer so ein bisschen eher nach Gefühl. Aber wenn ihr dazu mal mein Rezept sehen möchtet oder wie ich die Dumplings falte, dann würde ich das im nächsten Vlog machen. Also sagt mir mal in den Kommentaren unten Bescheid, ob euch das interessieren würde, dann würde ich das machen. Johannes und ich machen heute Dumplings. Ich habe schon die Füllung hier vorbereitet. Johannes ist ganz fleißig am Dumplings falten und ich habe jetzt auch schon zwei gemacht. Ja, und da sind wir erstmal ein bisschen beschäftigt, ne? So, wir haben jetzt ungefähr 50 Dumplings gefaltet. Und das ist noch ein bisschen übrig geblieben. Ich habe hier ein ziemlich großes Paket von Arket mit einer Bestellung. Und weil ich schon lange nicht mehr einen Haul gemacht habe und ihr diese Art von Videos aber sehr gerne angeschaut habt und ich total Lust drauf habe, machen wir jetzt mal ein Unboxing und probieren die Sachen zusammen an. Ich habe jetzt dazu mal den Spiegel hier ins Esszimmer gestellt, weil das dann näher am Fenster ist und irgendwie sieht es hier auch nicht schlecht aus. Vielleicht soll ich noch einen zweiten Spiegel besorgen, vielleicht diesmal ohne Rahmen. Finde ich irgendwie ganz geil gerade. Okay, als erstes haben wir hier eine ziemlich weite Jeans. Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Ticken zu groß ist, also eine Nummer zu groß. Ich habe jetzt hier 27 genommen, weil ich hatte letztes Mal eine Jeans bestellt in 26 und die war mir dann irgendwie zu eng. Aber hier bei dem Fit weiß ich nicht, ob ich vielleicht nochmal eine Nummer kleiner gehen soll. Aber an sich mag ich den Look, also dieses weite, lässige, fast schon ballonartige. Klar, es werden nicht viele mögen, aber ich mag ja immer so weite Jeans ganz gerne. Auf jeden Fall ist das Blau sehr schön und ja, vielleicht sollte ich mal die 26 bestellen, einfach um es zu vergleichen und dann entscheiden. Ja, Flared Cropped heißt das Modell bei mir. Okay, als nächstes haben wir hier so ein Oberteil. Und ich mag den Ausschnitt total gerne. Der ist so ganz gerade geschnitten. Fällt aber nicht von den Schultern bis hinten. Hat irgendwie so ein bisschen 90s-Vibes. Ja, mag ich sehr gerne. Das Einzige, was ich nicht so mag, ist der Stoff. Weil das ist so ein rutschiger Stoff, so ein bisschen wie Badeanzug. Und dadurch rutscht das immer so ein bisschen nach oben. Aber der Schnitt ist auf jeden Fall sehr cool. Gefällt mir sehr gut. Also hier von Weitem. Ich habe jetzt die Hose mal angelassen. Ja. Als nächstes haben wir hier etwas Bequemeres, was ja ganz gut passt für die Zeit zu Hause.
Und zwar so ein Set aus Leggings mit Bündchen. Und auch hier hat es einen relativ breiten Bund. Und Pulli. Den Pulli gab es leider nur noch in L. Aber das finde ich gar nicht mal so schlimm. Ja, ihr kennt mich. Ich liebe so Wollstricksets. Sowohl für zu Hause als auch für draußen. Und ich finde, das sieht halt immer ganz cool aus, wenn die Farben halt zueinander passen. Also wenn es wirklich ein passendes Set ist. Meine Freundin Storm hat die Leggings auch für ihre Schwangerschaft geholt. Also dann ist hier halt so der Babybauch. Das sieht ganz gut aus mit dem Bund und ist auch sehr bequem. Und dann hat sie so einen Blazer angezogen, auch mit passendem Pulli. Und das sah dann super cool aus, also bequem und schick mit Babybauch. Also falls sie da noch was sucht, kann ich das sehr empfehlen. Also aus ihrer Sicht halt. Ja, auch für mich. Ich finde das ganz cool. Ich stecke es mal ein bisschen raus. Ja, super kuschelig und bequem. Weiter geht's mit dieser Leinenhose. Und da haben wir auch schon ein Manko. Und zwar ist die nicht high-waisted geschnitten, beziehungsweise nicht eng genug am Bund, dass ich sie so auf der Taille tragen könnte. Also ich könnte sie super hüftig tragen. Es sieht an manchen Personen auch immer super cool aus, wenn sie das so tragen. Aber an mir gefällt es mir irgendwie nicht so. Und ich könnte schauen, ob man das vielleicht anpassen lassen kann. Aber an sich fand ich die Hose ganz cool, weil so eine Buntfaltenhose ist aus Leinen. Also den Stoff finde ich sehr schön, so für den Sommer. Und der ist einfach so ein bisschen lässiger. Ich finde es auch gar nicht so schlimm, wenn er faltig wird, weil das in meinen Augen auch einfach zu der Lässigkeit beiträgt. Also es sieht so ein bisschen weniger businessmäßig aus. Ja, mal gucken, was ich da noch machen lassen kann. Ich habe das auch in der Größe 34 und normalerweise habe ich auch immer 34 bei Arket. Ich ziehe mal eben einen Gürtel dazu an. So, hier nochmal mit meinem Gürtel von Bottega. Dann ist das so ein bisschen fixiert und ich kann es besser anschauen. Also ja, ich finde den Look eigentlich echt ganz cool. Ich glaube, es würde sich schon lohnen, das enger nähen zu lassen. Und ich habe die gleiche Hose in der beigen Variante. Ich finde die Farbe super cool. Das Problem ist nur, warum auch immer, aber ich habe die Hose in 36 bestellt. Und die ist dementsprechend noch größer als die andere. Und auch hier ist sie dann einfach zu weit. Also das hier ist sowieso meine breiteste Stelle. Und das macht es jetzt echt nicht besser. Also das muss ich auf jeden Fall umtauschen in die 34. Und dann auch anpassen lassen, wie die schwarze Hose. Aber so vom Stoff her und von der Farbe her finde ich die Variante auch sehr cool. Ich hoffe, ihr könnt das ganz gut erkennen. So, hier jetzt nochmal mit Gürtel. Ist auf jeden Fall ein sehr cooler Look. Dann in Größe 34 auf jeden Fall nochmal besser. Mit enger gemachten Bund. Dann ist es echt eine perfekte Sommerhose. Eine coole Sache noch. Und zwar finde ich gut, dass sie halbwegs blickdicht ist. Also man sieht zwar, ja, ich glaube hier das T-Shirt so ein bisschen. Also wo es endet. Aber man sieht die Unterwäsche nicht so stark. Auch vorne gar nicht. Das ist nämlich sonst immer der Fall bei so hellen Hosen. Vor allem, wenn die so dünn sind. Und das ist hier echt ganz gut. Das nächste Teil ist ein Pullover. Von vorne relativ normal. Das Besondere hier ist der Rückenausschnitt. Ja, den finde ich ganz schön, vor allem durch den Rand. Ist ganz schön. Ja, und vorne halt aber sehr simpel. Relativ normal, jetzt nicht spektakulär, also eher okay. Aber ja, der Rückenausschnitt schon ganz cool. Und ich finde es cool, dass es einem nicht so von den Schultern fällt, was ja bei manchen Backless oder Oberteil mit Rückenausschnitt der Fall ist. Das nervt mich dann immer, dass man da so immer da so rumzupfen muss und das so hochziehen muss. Und hier ist es sehr bequem. Und es ist nicht so tief ausgeschnitten, dass man den unbedingt ohne BH tragen kann. Also ich habe hier noch den BH drunter. Also das geht super easy, wenn man da nicht drauf verzichten möchte oder kann. Das letzte Kleidungsstück ist ein Blazer und ich glaube nicht, dass er so gut an mir funktioniert.
Also es ist einer mit so einem Ausschnitt, was ich normalerweise sehr cool finde. Also immer wenn ich das an anderen sehe, finde ich es sehr cool, aber an meiner Körperform sieht das irgendwie nicht richtig aus. Also ich bin einfach, glaube ich, zu flach, weil dann ist das irgendwie, das sitzt halt nicht so gut. Wenn man jetzt hier einfach mehr Volumen hätte, hätte das ein bisschen mehr Form und vielleicht noch mit ganz wenig Dekolleté hier. Aber so an mir, nee, das sieht nicht aus. Dann habe ich hier noch ein bisschen Unterwäsche. Einmal hier so ein High-Waisted Breath aus schwarzer Spitze. Und den Bra dazu in so einem rötlichen Braun. Fand ich irgendwie gerade ganz schön. Weil diese Spitzenbras in Schwarz habe ich eh, die dazu passen. Und da fand ich dann die Farbe eigentlich ganz schön. Und dann noch dieses Set hier. Ich finde den seidigen Stoff sehr schön. Und die Raffung hier am Rand. Okay, und zu guter Letzt noch einen Servierteller in so einer organischen Form. Das habe ich mal im Laden gesehen, fand ich da schon sehr schön. Und ja, ich habe halt generell einfach eine Schwäche für schöne Servier- und Geschirrsachen. Okay, einen Teil hatte ich noch. Ich weiß aber nicht, ob es so interessant für euch ist. Und zwar ist es diese Yoga-Tights, also Seamless Yoga-Tights heißen die im Online-Shop. Das heißt, die hat halt hier keine Naht, keine sehr sichtbare zumindest. Ich finde aber hier ist die Naht aber relativ sichtbar. Aber gut, ich finde die Passform sehr schön, also schön high-waisted. Und für mich der Bonus ist, dass sie nicht so lang ist. Also normalerweise gehen bei mir Leggings immer so lang, dass sie sich unten total doll raffen, falten. Und die hier passt echt ganz gut. So, im nächsten Abschnitt werdet ihr sehen, wie Johannes und ich backen. Also er wollte einen Käsekuchen backen und ich wollte so Ube-Brownie-Kekse probieren. Ich habe echt total versagt, das irgendwie halbwegs festzuhalten, die ganzen Zutaten und Schritte und so weiter. Aber meine Ube-Brownies waren super simpel. Also ich habe einfach nur Ube gemixt, also weil das Frozen-Ube war. Also Jamswurzel gefroren. Und das habe ich püriert und dann mit Erdnussbutter vermengt und dann noch Kakaopulver dran gemacht und dann in so Förmchen gegeben. Fertig. Und normalerweise ist Ube sehr lila, also vor allem, wenn man es halt zubereitet, also backt oder kocht. Dadurch, dass ich aber jetzt Peanut Butter und Kakao dazu gegeben habe, sind die Brownies natürlich braun geworden, was sehr schade ist. Ich muss mal nächstes Mal probieren, das vielleicht einfach nur mit braunem Zucker zuzubereiten. Dann wird es, glaube ich, die lilane Farbe behalten. Und ich finde das irgendwie optisch total cool. Und für mich sind das halt totale Kindheitserinnerungen. Ja, Johannes Käsekuchen. Wir haben uns vorher, also ich liebe so einen ganz bestimmten YouTube-Channel. Ich werde den euch mal unten verlinken. Cooking Tree heißt der. Und da hat Johannes einen Käsekuchen gesehen mit so Heidelbeeren, den er sehr cool fand und dann nachbacken wollte. Und das sah zwischendrin eigentlich auch sehr gut aus, aber das Ergebnis werde ich euch mal jetzt einspielen. Zeig mal bitte als Vergleich, wie es aussehen soll. So richtig schön. Na oben, blau. Sieht aus, als ich in den Kuchen reingeschissen. Ästhetisch, echt. Also wie man sieht, der Kuchen wurde auf jeden Fall ganz anders optisch gesehen, als der, den man im eigentlichen Rezeptvideo gesehen hat. Das war so Highlight des Monats ungefähr. Es hat auf jeden Fall sehr, sehr lecker geschmeckt. Aber irgendwie hat es mit der Konsistenz nicht so ganz geklappt. Also im Video hat die Person Gelatine benutzt, wir dann auch. Aber ich denke, das musste man eigentlich anders lösen. Also ich habe ja auch mal einen Käsekuchen gemacht und da habe ich den Frischkäse und den griechischen Joghurt durch so ein Tuch gepresst, um die Flüssigkeit rauszuextrahieren. Und ich glaube, das ist eine bessere Möglichkeit,
um Festigkeit zu erreichen. Nur bei dem Blueberry-Püree ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Da würde ich nächstes Mal lieber Agar-Agar probieren. Vielleicht funktioniert das besser. Ich weiß nicht, ob er auch irgendwas falsch gemacht hat bei der Gelatine und dem Anmischen. Es ist ein super schöner, sonniger Tag heute, aber ich werde die Zeit zu Hause nutzen, um endlich meine Leinwand hier zu bemalen, die ich schon seit Monaten habe und das immer aufgeschoben habe. Und ja, dem werde ich mich jetzt widmen. So, ich glaube, ich habe jetzt so 1,5 Stunden gemalt und mache jetzt eine Pause, beziehungsweise lasse es erstmal so ruhen und arbeite eventuell ein andermal daran weiter. Ich habe nicht das Gefühl, dass es jetzt fertig ist, zeige euch aber mal den Zwischenstand. So sieht das momentan aus. Nicht super spektakulär, es sind halt auch nur 2 Farben, die ich benutzt habe. Und ja, da habe ich eben so einen kleinen Verlauf gemacht. Und mal schauen, vielleicht mache ich da eine Schicht drüber, die dem Ganzen so ein bisschen Textur verleihen soll. Also so ein bisschen dickere Pinselstriche sozusagen. Insgesamt hat es super viel Spaß gemacht, sich auf so eine Sache zu konzentrieren und nicht irgendwie auf einem Bild zu starren oder News zu gucken oder auf Instagram zu surfen, sondern ja einfach so ein bisschen künstlerisch aktiv sein, auch wenn jetzt nicht unbedingt was Krasses dabei rauskommt, aber egal, also hat auf jeden Fall Spaß gemacht und das ist irgendwie die Hauptsache. So, und da sind wir am Ende des Monats angelangt. Das war der Monat März. Ich glaube, den haben wir uns alle anders vorgestellt, aber ja, wir hoffen auf das Beste und ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen und konnte euch in eurem Alltag so ein bisschen ablenken oder unterhalten oder auch ein bisschen motivieren, was zu backen oder zu kochen oder es euch gemütlicher zu Hause zu gestalten. Und ja, dann bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!